Und hier ist sie wieder, die 10-Euro-Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 10-Euro-Überraschungsshow bei Pearl TV. Ja, das ist wieder 19 Uhr, das heißt, die startet unsere, ihre 10-Euro-Überraschungsshow. Die Show, in der alles möglich ist, aber alles auf 10 Euro runterreduziert ist. Und zwar nur für Sie, nur für diese Show. Wir beide wissen nicht, was heute auf uns zukommt. Und heute hat Merven großes Geheimnis draus gemacht. Aber ich würde sagen, wir lüften jetzt gleich mal ein Geheimnis nach dem anderen, um zu schauen, was heute die Highlights in unserer 10-Euro-Überraschungsshow sind. Möchtest du schon mal buzzern? Ja, gerne. Also. Für mich ist ja jedes einzelne Produkt ein Highlight, weil das unglaublich ist, was wir für 10 Euro alles für Sie möglich machen. Einmal für dich. Dankeschön. Bitteschön. Freust du dich aus bestimmten Grund zu sehen, warum mir das zu überraschen? Ich freue mich, euch zu sehen. Ach so, das ist schön. Wir freuen uns auf dich zu sehen. Ja, das ist gerade so ein hämisches Grinsen drauf gehabt. Ja, deswegen. Ich hatte immer so ein Grinsen drauf. Ah, okay, gut. Schauen wir mal. Jetzt wird's magisch. Oh, das ist cool. Das ist richtig cool. Das ist wirklich richtig cool. Guck mal, ich habe sogar zwei Stück. Dann dürft ihr auch. Ja, und ich finde das klasse. Ich kenne das von früher noch unter dem Namen Kopfball. Weil früher gab es eine Quiz-Sendung, ja, in irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender. Okay, da gab es noch keine anderen Sender. Und da war das immer der Hauptgewinn an einem Quiz. Ja, weil das ist eine Plasmakugel. Und das ist hier ganz, ganz interessant, ja, weil die ganz einfach reagiert. Jetzt muss ich den Einschalter noch finden. Ah, wie früher im Physikunterricht. Ja. Hattest du? Ja, wir hatten das in der Schule, aber in XXL. Und das war immer so ein Highlight, wenn der Lehrer das angemacht hat. Das war wirklich wie Weihnachten und Geburtstag zusammen. Und dass man sich das jetzt in Miniatur nach Hause holen kann, das ist für mich ein Kindheitstraum. Also ohne es zu berühren, macht es schon wunderbare Bilder durch diese Plasmastreifen, die sich hier bilden. Das sehen wir schon. Aber sobald du die Hand anlegst, konzentrieren sich die Plasmabögen auf deine Hand, ohne natürlich, dass man irgendwelche Elektrizität zu spüren bekommt. Und ich war da auch schon immer absoluter Fan davon. Ja? Wie gefällt es euch? Also ich finde es faszinierend, weil wirklich, es fesselt einen komplett, immer wieder hier neu zu schauen, wie sich diese Blitze hier entwickeln. Und es hat für mich einfach was Zauberhaftes, was Magisches. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, nicht nur als Deko-Element zu Hause, sondern als Schreibtischdeko, um einfach mal so ein bisschen abzuschalten zwischendurch, oder? Da schreibt uns übrigens der Oliver aus Tettnang. Er schreibt uns, hab's im Büro aufgestellt, gefiel Kollegen so gut, dass ich für seine Tochter eins nachbestellen musste. Versteh ja, ich. Das ist natürlich genial. Und der Justin aus Pfalzen schreibt uns, wow, wollte schon immer so eine und hab mir um diesen Preis natürlich gleich eine geschnappt. Nicht mal ein Netzteil braucht man für die Kugel, einfach an den USB-Port hängen und Spaß mit der tollen, zauberhaften Effekten haben. Funktioniert wirklich erstaunlich gut, auch mit mehreren Fingern. Also nicht nur mit einem Finger. Und so eine Plasmakugel, hier eine Mini-Plasmakugel, ist einfach Faszination pur. Das sieht super cool aus, auch mit dem Standfuß, der ist ja auch schon recht schick gestaltet, muss ich sagen. Ist das wirklich insgesamt sehr, sehr toll für 10 Euro. Und jeder, der gerne zaubern mag oder immer mal Zauberer werden wollte oder Wahrsagerin werden wollte, der ist das auch perfekt, oder? Und jetzt denken wir mal dran, dass in 6 Wochen Nikolaustag ist. Ja. Man glaubt gar nicht, wie schnell die Zeit rennt. Das wäre auch ein schönes Nikolausgeschenk, denke ich. Die Bestellnummer ist die PX8025 und die 569 natürlich für diese Mini-Plasmakugel. Und weil wir es vorhin vergessen haben zu sagen, für unsere Neuzuschauer nochmal der Hinweis, Sie dürfen auch jedes einzelne Produkt, wenn wir nichts anderes sagen, bis zu 5-mal bestellen. Das heißt auch diese Mini-Plasmakugel. Und es ist einfach so faszinierend. Ich glaube, für solche Effekte wird man auch nie zu alt, oder? Nee, das hört nie auf, die Begeisterung. Ja, für Physik habe ich mich nie so begeistern lassen können wie für diese Kugel. Ja, weil diese Physik sichtbar gemacht wird. Ja, ja, genau. Das macht es natürlich greifbar in diesem Fall. So, danke schön. Bitte schön. Mich grinst du jetzt nicht so an wie dich gerade. Ja, jetzt viel besser und so natürlich, Merve. Oh, das lieben wir. Eine Wärmflasche der ganz besonderen Art. Bitte, ich hoffe, die ist mit warmem Wasser gefüllt. Nein, sie ist nicht gefüllt. Du darfst sie aber gerne trotzdem umhalten. Also ich kenne Wärmflaschen natürlich, diese einglobigen Sachen, die man unten an die Füße macht. Aber das ist natürlich wesentlich flexibler, oder? Ich habe von meinen Kolleginnen, von Rebecca, Diana und Monika, zum Geburtstag eine Wärmflasche bekommen. Und wie sehr habe ich mich gefreut? Sehr. Ja, ich liebe Wärmflaschen. Also eine gute Geschenkidee.
vertrauen Sie uns. Also Wärmflaschen machen jede Frau. Also alle Frauen sind glücklich mit Wärmflaschen. Und du würdest sie so verwenden wahrscheinlich vorwiegend? Ich würde als sie, Rückenwärmer? Ich würde sie praktisch so entweder als Nierenwärmer benutzen oder als Bauchwärmer. Mhm. Und das Schöne hier ist, dass wir uns nicht darum kümmern müssen, dass die Wärmflasche hält, weil man kann die einfach zusammenknoten. Ist aber auch rumrennen damit, ne? Genau, ist aber auch anderswo anwendbar. Man kann die sich auch um den Nacken legen oder ums Bein binden. Ich wollte gerade sagen, wenn du mal so verspannten Nacken hast, ganz einfach. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass du dich an dich kuschelst ins Bett und dann über die ganze Länge hier einfach die Wärme mit ins Bett nimmst. Ja. Ist ja ganz einfach, da kommt warmes Wasser rein oder heißes Wasser und dann hat man über Stunden eben diese Wärmflasche. Aber wie gesagt, herkömmlich kenne ich die eigentlich nur so etwas globiger. Mhm. Ja, also um den Hals hängende mit einer Wärmeflasche hätte da ein bisschen gewöhnungsbedürftig ausgesehen. Aber hier auch um die Hüfte herum wirklich denkbar einfach und mit Sicherheit auch effektiv. Wärme hilft ja in vielen Fällen. Finde ich eine gute Idee, das einfach auch zum Kuscheln im Bett zu verwenden, weil dieser Bezug, das wirst du bestätigen können, ist richtig kuschelig weich. Das ist ein Fließbezug, den können Sie übrigens auch abnehmen, das ist gar kein Problem. Und drin haben wir eben die Wärmflasche aus Naturkautschuk, also auch das wieder ein super Material. Also Naturkautschuk, das sehen wir, abnehmbar, waschbar, also da wird man lange Freude dran haben. Ja. Wie gesagt, ein Wasserkocher, zwei Liter Wasser werden da ungefähr reinpassen, abkochen und dann reinmachen und dann hat man über Stunden eben einen warmen Körper, dort, wo man es eben hinlegt, ob im Nacken oder ich habe oftmals Probleme im unteren Rückenbereich, da hilft Wärme auch sehr gut, also im Lendenwirbelbereich. Hier sehen wir auch mal über die Schulter. Also ich glaube, die Anwendung ist da wirklich vielfältig und einfach mal unter die Decke legen, kurz bevor man ins Bett geht, dann hat man auch noch ein Bettvorwärmer. Hm? Also ich finde es super, auch gerade, dass diese Wärmflasche nicht gehalten werden muss, dass die automatisch hier so halten kann mit diesen Schlaufen, mit dieser Schleife, finde ich total super. Und dass du damit durch die ganze Wohnung rennen kannst. Und diese Form ist einfach genial. Ich meine, das ist ja auch immer das, was man empfohlen bekommt, wenn man über Verspannungsschmerzen klagt. Da ist immer die Empfehlung Nummer eins, Wärme. Egal ob Rückenverspannung, Ischiasschmerzen oder Nackenverspannung oder vielleicht auch mal Kieferverspannung. Da kann man sich auch schön drauflegen auf diese Wärmflasche. Ja, ich bin oftmals am Kiefer verspannt tatsächlich. Bist du so ein Presser, okay. Wir schauen gemeinsam auf Pearl.de, was denn so eine Wärmeflasche kostet normalerweise. 20 Euro. Und nochmal, das ist Naturkautschuk. Das finde ich auch nochmal bemerkenswert, dass wirklich auch beste Materialien eingebaut sind. Übrigens oder verwendet wurden. Laut Heidrun B. aus Wahre auch ideal zum Vorheizen eines Bettes. Finde ich auch nett. Einfach mal statt der üblichen Bettpfanne früher die Wärmflasche mit reinnehmen. Grandios. Die Bestellnummer ist die NX4887 und die 569. Und wie gesagt, eine Wärmflasche als Geschenk kommt anscheinend gut an. Ja. Ich würde sagen, die meisten der Frauen brauchen eben mal ein bisschen Zusatzwärme. Und da kommt so eine Wärmflasche sicher gut an. Die haben wir angehauen. Ja. Dankeschön. Beziehungsweise schütteln. Ich versuche zu schütteln, aber ich kann hier nichts erschütteln. Da kannst du noch eine Stunde schütteln und du wirst nicht vorkommen. Ich sag mal, jetzt in den letzten Tagen gar nicht so notwendig, aber davor eigentlich tagtäglich. Ja, also einen Regenschirm habe ich grundsätzlich, auch wenn man meinen könnte, das braucht man nicht, immer mit dabei. Wir haben hier einen stabilen Automatik-Taschenschirm, das heißt Automatik, Knopfdruck, schön. Er geht auf, in transparenter Form und das mit einem transparenten Dach mit einem Meter Durchmesser. Schön. Und das Ganze ist verlässlich bei Wind und Wetter, hat nämlich ein sehr stabiles Stahl-Fiberglas-Gestell mit einer Achtfachverstrebung und somit auch bei stärkerem Wind wunderbar tauglich. Und ich finde das Transparente sehr sympathisch. Ja, vor allem, weil es dann mal hell ist. Ne? Ja. Also ich meine, wenn es regnet, ist es schon dunkel genug. Und dann kommst du noch mit einem dunklen Regenschirm meistens, der schwarz ist. Da wird es ja noch düsterer. Also da kriegst du ja schlechte Laune. So kannst du noch die Regentropfen beobachten, wie sie hier runterperlen. Das stelle ich mir sehr, sehr schön vor. Und ich glaube, das ist der Schirm für bessere Laune bei Regenwetter. Kennst du das, wenn Leute unterm Schirm so auf die Seite machen und gucken, regnet es noch? Ja, und wenn es dann noch regnet, bist du auch schon wieder nass. Ja? Ja. Hier brauchst du das nicht. Du siehst es ganz einfach, weil es transparent ist. Und Günther schreibt uns aus Buchlohe, es ist schon gut, bei Regen und Wind den Weg sehen zu können. Ja. Das ist natürlich auch noch schön. Und ich finde, es sieht auch
einfach mal anders aus. Ja? Ich finde auch 10 Euro für einen Regenschirm absolut günstig, weil gerade dann, wenn es regnet, hat man keinen Schirm und dann geht man in irgendeinen x-beliebigen Laden und dann kosten da mal so ganz furchtbar hässliche blaue Schirme am besten so 25 Euro. So, und das ist einfach so ein Produkt, das muss man sich einmal kaufen und dann hat man den. Und hier auch wirklich das Schöne, dass der so schön transparent ist. Das ist irgendwie wie so ein Mode-Accessoire. Ja. Also transparente Schirme waren eine Zeit lang so richtig in Mode. Ja. Und jetzt haben wir den hier für nur 10 Euro. Und was ich so gut finde, ist, dass man den automatisch rausfahren kann. Man muss den nicht selber so rausdrücken, sondern man drückt hier unten einfach einmal auf den Knopf und dann schießt der auf. Wunderbar. Und mit einem Meter Durchmesser passt man, glaube ich, auch locker zu zweit drunter. Die Bestellnummer für diesen sehr stabilen Automatiktaschenschirm ist die NX8329 und die 569. Wichtig ist auch, dass der eben, wenn du ihn nicht brauchst, wenig Platz braucht. Und dann ist er immer griffbereit. Ich habe übrigens so einen Schirm immer im Auto griffbereit, unterm Beifahrersitz. Ja. Weil den Kofferraum nützt er nichts, wenn man ihn braucht. Glauben Sie es mir. Ja, und da hast du ihn griffbereit, Türen spalt auf, den drüber öffnen. Und dann kannst du trocken, auch bei starkem Regen, aus dem Auto aussteigen. Also für 10 Euro wirklich ein tolles, tolles Produkt. Kann man gut mehrfach zugreifen. Fürs Auto, für die Handtasche, für zu Hause, für auf der Arbeit und so weiter und so fort. Also am besten überall einen Schirm deponieren. Für 10 Euro können Sie das gut machen. Und hier sind wir an dem besonderen Punkt in der Sendung angekommen. Dem Punkt, der uns den Preisalarm wert ist, weil wir hier einen so guten Preis haben, dass wir das Kontingent begrenzen mussten. Bitte einmal pro Besteller hier zugreifen. Aber das bitte unbedingt tun, weil diese Taschenlampe ist richtig gut, weil außergewöhnlich. Die ist genial. Also die hat ein 180 Grad Leuchtfeld. Jeder kennt das mit herkömmlichen Taschenlampen. Du leuchtest und hast dann ein sehr begrenztes Ausleuchten. Aber hier sehr leistungsstark und jetzt eben mit 180 Grad. Im Prinzip so, wie man läuft. Von komplett links bis komplett rechts ist alles hell. Da bleibt nichts im Dunkeln. Und sowas jetzt für 10 Euro. Ich weiß, das waren schon Bestseller zum Normalpreis. Da bin ich jetzt also wirklich sehr positiv überrascht. Da sehen wir das mal. Guck mal, komplett von links nach rechts, taghell. Das ist, finde ich, eine Taschenlampe perfekt für Spaziergänger und auch Hundebesitzer. Also für mich ist es wirklich ein Muss für jeden Hundebesitzer, eine solche Taschenlampe zu Hause zu haben. Ich kann da nur von mir sprechen, wenn ich mit meinem Hund rausgehe, dann möchte ich nicht so eine kleine Taschenlampe haben, weil mein Hund läuft in Schlangenlinien, wenn sie den Feldweg entlang läuft. Und da muss man einfach mal den kompletten Weg ausleuchten. Und das hat man hiermit im Handumdrehen gemacht, ohne immer irgendwie die Hand bewegen zu müssen, sondern man hält die einfach fest und der komplette Wald, Feld oder Bürgersteig ist ausgeleuchtet. Ja, oder auch für zu Hause. Ich kenne eine Situation, du hörst was auf der Terrasse zum Beispiel. Ja? Ja. Und da draußen ist dunkel, dann nimmst du eine Taschenlampe und leuchtest ungefähr in die Richtung. Dann hast du ungefähr 1% hast du beleuchtet von dem ganzen Spektrum. Hier hast du von links nach rechts alles sofort beleuchtet und siehst auch dann sofort, was Sache ist. Also auch da sehr hilfreich, aber was du gesagt hast, mit dem Hund Gassi gehen, klar. Wenn man auch noch einen dunklen Hund hat, macht das noch mehr Sinn. Und du eliminierst eben auch Stolperfallen und du siehst eben auch von links bis rechts durch diese 180 Grad Lichtfeldtechnologie, was eben gerade Sache ist. Das könnte sehr wichtig sein. Also ich finde es außergewöhnlich und vor allem zu einem außergewöhnlich günstigen Preis. Und da würde ich jedem raten, wirklich sich mal so eine Taschenlampe zu holen. Ist jetzt schade, dass wir keine herkömmliche haben, weil da könnten wir es nochmal zeigen. Aber Sie wissen es auch, wenn ich jetzt hier auf den Tisch leuchte mit einer herkömmlichen Taschenlampe, dann habe ich hier so einen runden Kreis beleuchtet. Und wenn ich das jetzt mache, habe ich mehr als den kompletten Tisch rundum beleuchtet. Und zwar wirklich 180 Grad, also vor mir von komplett links bis zu komplett rechts. Ja, und das auch richtig hell, wie wir schon festgestellt haben. 600 Lumen Leistungsstärke haben Sie hier an Helligkeit, aber können das auch wählen, anwählen, wie Sie mögen. Zwei Leistungsstufen haben Sie hier, zwei unterschiedliche Helligkeitsstufen. Ist auch gerade für draußen ideal geeignet, weil auch Spritzwasser geschützt. Das heißt, wenn Sie mit dieser Lampe mal in den Regen kommen, ist es auch überhaupt gar kein Problem. Ja, 10 Euro, einzigartig. Und schauen Sie jetzt nochmal auf Merve. Ohne meine Beleuchtung, und jetzt schalten wir die nochmal zu, sie ist sofort taghell. Sehen Sie das? Und das ist eben diese enorme Leuchtkraft. Jetzt von beiden Seiten, dann hast du schon Scheinwerfer. Und jetzt schauen wir mal gemeinsam auf pearl.de, was denn so eine Taschenlampe
regulär kostet. Und da sehen wir 29 Euro hier und heute 10 Euro. Bitte dran denken, es ist unser Preisalarm, maximal ein Stück pro Besteller. Mit der Bestellnummer ZX8079 und der 569 landet unser Preisalarm direkt bei Ihnen im Warenkorb. Und wo ich gerade den Warenkorb anspreche, ist das mein Tipp in dieser Sendung. Schauen Sie mal, wir dürfen sogar zwei Stück bestellen, was? Haben wir gerade gehört. Okay, das nehmen wir doch gerne mit. Bestellen wir gerne zweimal. Und wenn Sie auf bis zu 150 Euro oder ab 150 Euro Bestellwert gehen, die Versandkosten auch noch auf uns. Also ich finde das schön, dass beide Partner so eine helle Taschenlampe haben. Das ist also super. Ausnahme von der Ausnahme hier bei uns beim Preisalarm. Aber jetzt geht es wieder regulär weiter. Das heißt, das dürfen wir bis zu fünfmal bestellen und es sind... Nee, Rebecca ist dran. Nee, Ralf. Das ist mir ganz egal. Aufbewahrungsdosen haben wir auf jeden Fall. Jede Menge, würde ich sagen. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie viel. Aber das sind ja mehrere ineinander, oder? 3, 4, 5, 6. Oh Mann, wieso kriege ich das vorgesagt aufs Öhrchen? Ich wollte zählen. Du wolltest zählen, also gut, jetzt haben wir schon 8 Frischhaltedosen mit jeweils einem Clip-Deckel, also viele sagen dann 16-teiliges Set. Und Anja schreibt uns aus Erfurt, dieses Produkt ist einfach nur super, habe es für mich und meine Kinder bestellt. Die haben sich sehr gefreut und wir haben es auch täglich in Benutzung. Und die Pauline schreibt, dieses Bodenset ist eine wirklich gelungene Innovation. Die Dosen lassen sich wunderbar öffnen und schließen und sehr platzsparend lagern, kann man nur empfehlen. Und der Dennis schreibt, meine Frau ist sehr zufrieden mit den Boxen. Ich glaube, Aufbewahrungsboxen hat man eigentlich selten genug zu Hause. Ja, genau. Jetzt gab es früher diese, ich sag mal, Dosenabende, so kann man das ruhig nennen, wo Kunststoffdosen eben gezeigt und verkauft wurden. Ich glaube, so eine große Dose allein hat da schon über 10 Euro gekostet. Ja, oder? Wenn nicht sogar mehr. Und ich sehe das ja bei uns Mädels auch in der Maske. Ich meine, wie viele Vorratsdosen wir brauchen. Man bringt sich immer mal was zur Arbeit mit, man hat Essen übrig. Gerade jetzt so im Herbst, wenn man sich irgendwas zu essen macht. Zum Beispiel hatte Rebecca vorhin auch so kleine Nüsse mit. Die hatte sie auch in der Vorratsdose mit. Ich habe auch Nüsse mit. Und man muss es ja nicht alles irgendwie in komische Beutel packen. Man kann es alles in Vorratsdosen lagern. Und auch im Kühlschrank hält es sich natürlich länger, wenn man irgendwie übrig gelassenes Essen in Vorratsdosen aufbewahrt und nicht einfach offen in den Kühlschrank stellt. Und wie Ralf das schon so gesagt hat, man kann nie genug Vorratsdosen haben. Übrigens nicht nur für den Kühlschrank geeignet, sondern auch für den Gefrierschrank, spülmaschinenfest, mikrowellenfest. Also wirklich toll. Und du machst dir jetzt ein kleines Spiel draus, ja? Nee, aber ich will Ihnen einfach nur zeigen, wie viele Dosen das tatsächlich sind, die Sie für 10 Euro nach Hause bekommen. Wow. Also das ist schon wirklich echt ein sehr, sehr gutes, umfangreiches Set, vor allem für alle möglichen Essenssachen. Ob es Nüsse sind, ob es ein Stück Kuchen von meiner Mama gestern noch vom Kaffeekränzchen ist, was ich dabei hatte. Ob es das Pausenbrot ist, das hatten wir heute auch. Oder Essensreste von gestern, die sind einfach alle hier sehr, sehr gut verstaut. Die Bestellnummer für das 8er bzw. 16er Set ist die NX6169 und die 569. Und der Preis, unglaubliche 10 Euro. Hier dürfen Sie wieder mehrfach mitbestellen. Weil ich glaube, jeder, der auch Kinder hat, ist froh, wenn er so Vorratsdosen hat, um den Kindern mal was mit in die Schule oder in den Kindergarten zu gehen. Oder auch natürlich, wenn man arbeiten geht, so wie ihr das tagtäglich macht, eine Tasche voll Vorratsdosen mit den verschiedensten Sachen. Auch mal Salat, auch mal Dressing, auch mal Nüsse, den Kuchen von Vortag. Genial für 10 Euro. Ja, muss man unbedingt auch wieder mitnehmen. Also der Regenschirm ist ein Muss, halte ich fest. Dann ist die Wärmflasche für mich noch ein Muss und diese Dosen. Wir wollen mal Grüße nach draußen schicken an Detlef. Habe ich das richtig gehört? Detlef, liebe Grüße nach Forst. Was hat denn der Detlef besorgt? Die Wärmflasche. Ah ja, siehst du, mein Muss in der Sendung. Wenn ich mich nicht irre, kann unser nächstes Produkt wirklich aktiv Leben retten. Das möchte ich so übertrieben sagen, weil das ist ein Kohlenmonoxid-Detektor. Ja, der batteriebetrieben ist, ich habe gerade gesehen, Batterien sind sogar im Lieferumfang enthalten. Dann stellt man den irgendwo auf und braucht gar nicht mehr drauf zu achten. Aber wenn mal eine zu hohe Kohlenmonoxid-Konzentration kommt ein Warnton und dann wird man rechtzeitig gewarnt. Das passiert durch unvollständige Verbrennungen. Das kann bei Gasthermen passieren. Das kann auch mal beim Kaminofen. Gasbrenner war früher ein riesengroßes Risiko. Und so einfach kann man sich da schützen vor Vergiftungen. Und das Schlimme an den Vergiftungen ist, man spürt es nicht. Im Prinzip, wenn die Konzentration zu hoch ist, schläft man irgendwann mal ein. Und das Schlimme ist, man wacht nicht mehr auf. Ja? Und deshalb halte ich so Kohlenmonoxidmelder für so wichtig. Ja,
definitiv. Auch gerade, weil es ein Anbauen ist und danach muss man sich keine Gedanken mehr drüber machen. Was wolltest du sagen, Rebecca? Dass da ein Sensor drin ist, der sogar 10 Jahre Lebensdauer hat. Also das heißt, da hast du wirklich deine Ruhe, wenn du das einmal angebracht hast. Und hier hast du sogar auf dem LCD-Display die Möglichkeit, die aktuellen CO2-Konzentrationen hier abzulesen. Also wunderbar. Nee, in der Gastronomie sind übrigens solche Melder mittlerweile also seit ein paar Jahren Pflicht, weil da auch oftmals Gasthermen in Auftrag sind. Aber jetzt haben wir es irgendwann mal geschafft, Rauchmelder zur Pflicht zu machen, weil das viele Menschenleben rettet. Irgendwann sollten auch Kohlenmonoxidmelder, gerade auch dort, wo man mit Gas heizt, eben Pflicht sein. Es gibt immer wieder so Schlagzeilen von schrecklichen Unfällen durch eben Kohlenmonoxidvergiftungen. Mir ist noch im Kopf, vor 3-4 Jahren mal in einer Berghütte, wo Jugendliche gefeiert haben und der Papa hat Gasbrenner mitgebracht, dass die nicht frieren und der Gasbrenner hat dann Kohlenmonoxid erzeugt und die Jugendlichen wurden am nächsten Tag alle leider tot in dieser Berghütte gefunden. Da sieht man erstmal, wie gefährlich das ist. Ja. Und auch in Wohnräumen kann es ganz gefährlich sein. Es gibt jährlich zigtausende von Kohlenmonoxidvergiftungen. Und es tut nicht weh, sowas aufzuhängen. Und man hört eben deutlich, wenn der Wert, der Richtwert überschritten ist, wie bei einem Rauchmelder auch. Wenn es raucht hier, sieht man nur, den Rauch würde man ja auch sehen, aber Kohlenmonoxid siehst du und riechst du nicht. Also wirklich eine sehr sinnvolle Sache, gerade hier für 10 Euro. Der Alarmton ist auch deutlich zu hören mit 85 Dezibel. Und wie gesagt, diese Batterien, die halten sehr, sehr lange oder dieser Kohlenmonoxidmesser, sodass Sie da wirklich lange Ruhe haben. Wenn Sie zwischendurch mal das Gefühl haben, oh, funktioniert der überhaupt noch, dann haben Sie sogar die Möglichkeit, mit einer Testtaste mal die Funktion zu überprüfen. Das ist auch noch möglich. Und Sie können auch eine Stummschalttaste aktivieren, wenn Sie das für nötig halten. Also wirklich sehr, sehr gut zu haben. Also ideal für beispielsweise Räume wie die Heizungsanlage, wo die Heizungsanlage steht, wo der Kamin steht, haben wir schon angesprochen. Ein Holzofen, eine Gastherme, da ist es einfach sehr, sehr gut zu haben. Genauso wie es sinnvoll ist, auch einen Rauch- und Feuermelder zu besitzen. Die Bestellnummer ist die ZX3458 und die 569. Also wirklich eine sehr sinnvolle Sache zum kleinen Preis hier. In der 10-Euro-Show hier an dieser Stelle nochmal die Erinnerung, dass Sie bis zu 5-mal hier auch zugreifen dürfen. Also gerne auch an mehreren Orten. Übrigens sieht man das oftmals auch in Tiefgaragen. Da heißt es dann immer, wenn Alarmton erklingt, das sind ja auch Kohlenmonoxidmelder, die dort installiert sind. So, also weiter geht's. Das war jetzt eine absolute Sicherheitsoption, was ich sehr begrüße. Mal schauen, wie es weitergeht. Wie wäre es mal mit dem Spielzeug? Ah, warte. So, ganz egal. Spielzeug? Ich weiß es nicht. Ich bin genauso unwissend wie ihr. Ja. Jetzt machst du wieder Poker hier. Es ist was Kleines. Ja. Kein Spielzeug. Nein, aber Saisonware. Zumindest kommt die Saison in wenigen Tagen. Also oder in wenigen Weihnachtsdeko? Wochen. Richtig. Sehr gut. Oh, wie süß. Ich liebe sie. Und zwar ein 6er-Set Echtholz-Weihnachtsbaumschmuck mit dem Thema Nussknacker. Ja. Das ist ja so. Wie viele haben wir denn hier? 6 Stück. 6 Stück? Ja. Süß. Also mit einer Größe von jeweils 8 cm, also eine beschauliche Größe. Und der Manuel aus Leetzen schreibt uns, sieht gut aus. Als Deko sehr, sehr schön. Ideal auch zum Schmücken von Adventsgestecken oder als Geschenkanhänger. Oder das ist natürlich auch. Du nimmst es als Ohrring. Oder als Ohrringe, als saisonale Ohrringe. Das finde ich jetzt auch cool. Sieht gut aus. Nussknacker-Ohrringe. Nee, guck dir mal die Gesichter an, Merve, wie schön die gefertigt sind. Die gucken richtig süß. Die gucken richtig knuffig. Die haben alle so Stupsnäschen auch. Ne? Ich liebe ja eh Nussknacker. Also Nussknacker assoziiere ich immer mit Weihnachten und einfach das dieser so schönen Symbol, Vorweihnachtsstimmung. So. Und Nussknacker sind einfach nicht immer lieb. Also die haben manchmal ein unschönes Gesicht. Und die hier haben so ein zuckersüßes, knuffiges Gesicht und was Rebecca auch gesagt hat, die haben auch alle was Unterschiedliches an. Also die sehen nicht alle 6 gleich aus, es sind 6 verschiedene und alle 6 Nussknacker sind aus Echtholz. Wer mal Echtholz-Schmuck mittlerweile irgendwo gekauft hat, weiß, da kann man richtig arm werden. Hier haben wir dieses 6er-Set. Ich könnte mir das auch wirklich gut am Weihnachtsbaum vorstellen. Ja. Zusätzlich zu den Kugeln. Aber die Idee mit den Geschenken als Verzierung noch zusätzlich, die finde ich auch sehr, sehr interessant. Also das ist einfach für 10 Euro hier 6 solcher süßen Nussknacker zu bekommen, finde ich, ist ein unglaublich günstiger Preis, weil die auch
aus Echtholz sind. Die sind überall, die sind sehr detailgetreu gearbeitet. Hier mit den Härchen, mit dem Bart, mit so einer Stupsnase. Also das ist wirklich ein Hingucker. Die Bestellnummer für das 6er Set Echtholz Nussknacker ist die NX8203 und die 569. Da sehen wir es mal geballt am Weihnachtsbaum. Schön. Ich würde es ein bisschen mehr streuen, aber da passen sie nicht aufs Foto. Aber sieht schon interessant aus. Und diese 8 cm sind eigentlich eine stattliche Größe. Ja? Sehr, sehr schön. Hat mir unglaublich gut gefallen. Auch gerade aus dem Material. Holz, sehr, sehr schick. Und jedes ist anders gestaltet. Und ich glaube, es sind nur noch drei oder vier Wochen bis zum ersten Advent. Also es ist ja gar nicht mehr lange. Ja, dann beginnt die Vorweihnachtszeit. Bitte. Und jetzt haben wir, das sieht ein bisschen futuristisch aus. Ach, jetzt habe ich es. Das sind, Salz oder ist eine oder sind mehrere, sind das wird zwei. Unsere Bäcker jetzt gleich sagen, Salz- und Pfeffermühlen, oder? Richtig, ein 2er-Set elektrischer Salz- und Pfeffermühlen passt perfekt. Oh. Damit haben Sie eins für Salz und eins für Pfeffer. Und Sie haben schon gesehen, der Kippmechanismus ist hier das Nonplusultra. Einfach kippen und dann geht das Mahlwerk los. Ich finde das schön. Also wir haben jetzt hier Pfeffer und Chili oder was ähnliches, aber was man da reinmacht, ist ja egal. Und schauen Sie mal, sobald ich jetzt eben in diesen Winkel komme, dass es das Streugut drauf geht, dann haben wir es. Und dann ist es auch noch beleuchtet. Ja? Ja. Und hier schaltet es sofort wieder aus. Also das ist genial. Schön ist auch hier dieser Glasbehälter. Mhm. Hier sollten wir mal wieder in dem Fall den dunklen Pfeffer nachfüllen. Ja? Aber man sieht immer, wann man eben wieder nachfüllen muss. Das Ganze muss ich schauen, haben wir einen Anschluss. Dürfte batteriebetrieben sein, oder? Richtig. Auf jeden Fall kabellos. Ja. Genial. Also ich finde es auch sehr, sehr schick, muss ich sagen. Also gerade hier auch mit diesem Abgeschrägten hier oben finde ich sehr toll. Ich finde dieses matte Schwarz sehr edel und elegant. Sehr griffig. Fällt sich auch toll an. Ja, 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 auf jeden Fall. Also insgesamt sehr, sehr wertig, dass ich absolut überrascht bin, dass wir hier ein 2er-Set für 10 Euro haben. Aber es macht natürlich ganz einfach Sinn. Das ist der Standard, den du auf jedem Tisch platzieren musst, wenn du mal kochst, Pfeffer und Salz für all diejenigen, die von dem einen oder von dem anderen nicht genug haben können, dass die mal eben schnell nachsalzen oder pfeffern können. Aber ich glaube, gerade beim Kochen ist das auch super, ne? Ich finde das Salz- und Pfefferstreuer, ich finde, die müssen immer ein bisschen was hermachen. Ich mag das nicht, wenn einfach auf dem Tisch zum Beispiel die Tafelsalzpackung steht und dann irgendwie noch so eine Handpfeffermühle, sondern einfach, wenn es so ein schönes Ensemble ist, was sich sehen lässt, was man auch auf den Tisch stellen kann, aber was dann eben auch noch eine Funktion hat, die das Kochen zum Beispiel erleichtert. Ich meine, man kann hier in der linken Hand zum Beispiel mit dem Kochlöffel rühren und mit der rechten muss ich nur kippen und kann mein Gewürz nachkippen, ohne mein Rühren der Kürbissuppe zum Beispiel unterbrechen zu müssen. Und ich mag das einfach, wenn Küchenprodukte dann noch sinnvoll sind. Also die sehen nicht nur gut aus, sondern die haben auch noch so einen tieferen Sinn. Ja, natürlich. Jetzt müssen wir natürlich auch noch dazu sagen, dass viele auf frisch gemahlene Gewürze schwören, weil das Aroma viel besser ist, egal ob bei Pfeffer oder bei Salz. Da kommen noch ganz andere Wirkstoffe zur Geltung. Es schmeckt einfach anders. Und Stil, da möchte ich dir recht geben, ganz anderer Stil, als wenn da so, ich sag mal so Plastikbecherchen aus dem Supermarkt stehen. Genau. Ja, erfüllt auch seinen Zweck, aber das Auge isst ja auch mit, sagt man so schön. Also diese beiden sehen da mit Sicherheit um ein Vielfaches besser aus. Ja, und das Mahlwerk, das ist auch noch mal zu betonen, aber ich glaube, das ist für uns sehr, sehr oft fast schon Selbstverständlichkeit, dass wir bei unseren Mühlen Keramikmahlwerke nutzen, die Sie dann individuell auch einstellen können, nach Gusto, nach Wunsch, von grobkörnig bis feinkörnig. Also Top-Qualität zum kleinen Preis. Das 2er-Set gibt es für nur 10 Euro für Sie mit der Bestellnummer NX4790 und der 569. Wieder mal eine schöne 10-Euro-Show, weil ich liebe es, einfach so viele tolle Überraschungen zu haben. Nur der Preis, das ist immer das Fixum hier. 10 Euro, das ist wirklich fantastisch.